Jo, guten Morgen Leute, ich bin's wieder, Robin. Ich bin noch gerade ein bisschen verschlafen, bin gerade aufgestanden. Machen wir gleich Frühstück, aber ich wollte mal ein bisschen Update geben, was so die letzten Tage passiert ist und was ich so machen werde. Also, ich habe mich jetzt entschlossen, meine Kalorien ein bisschen anzupassen. Das heißt, jetzt 3000 Kalorien zu essen und nicht irgendwie 2000 oder unter 2000. Und dann, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ich habe ja hier ein Body-Media-Armband und ich sozusagen bin auch wesentlich aktiver, wenn ich mehr esse. Und dass ich dann trotzdem noch im Defizit bin. Gestern zum Beispiel habe ich 3000 gegessen und 3800 verbrannt. Und vorher habe ich halt dann irgendwie nur 2000 gegessen und 3000 verbrannt, aber konnte es halt sehr schwer auch durchhalten, nur so wenig zu essen. Und ich denke, das wird dann auf jeden Fall, müsste besser laufen, wenn ich jetzt mehr esse. Und dann sozusagen fühle ich mich besser, aber ich verbrenne auch trotzdem mehr. Und mal erstmal schauen, wie das die Woche jetzt weitergeht. Und das andere ist, ich habe versucht, übers Wochenende zu entwässern, einfach mal schauen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wie es, sag ich jetzt mal, das verändert, das Aussehen und so weiter. Und dazu kann ich nur sagen, also ich habe dann mich von Ben Sattinger inspirieren lassen und er hat dann ja auch irgendwie, weiß nicht, den ersten Tag nur 500 Milliliter und dann vor dem Wettkampf nichts mehr getrunken. Und das habe ich irgendwie schwer durchgehalten. Also es war dann ganz schön scheiße und ich habe dann sozusagen mehr Obst zum Ende des Tages gegessen und dadurch ein bisschen Wasser reinbekommen. Man verliert schon Gewicht ordentlich, aber ich war halt noch nicht so lean, dass es jetzt auf einmal ich in Wettkampfform war und ich denke, ich werde auch nicht nochmal entwässern. Ich werde einfach höchstens versuchen, mit Salz ein bisschen rumzuspüren, aber nie irgendwie sagen, ich trinke jetzt auf einmal nichts mehr, damit da Wasser rausgeht. Das andere ist, ich versuche mal jetzt ein bisschen Quark zu essen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das verträglich ist. Also ich muss schon sagen, ich finde es nicht ganz so geil, wie es sich im Magen anfühlt. Aber sonst vielleicht kann man da ja irgendwelche leckeren Sachen mitmachen. Und da werde ich jetzt gleich mal hier ausprobieren. So einen kleinen Shake mit ein paar Zutaten. Sehen wir uns dann gleich. So, als erstes kommt dann natürlich der Magerquark rein. Das ist ein so ein Gramm sind 500. Ein so ein Pot sind 500 Gramm. Brauche ich eigentlich nicht abwiegen. So, dann kommen da noch zwei Bananen rein. Die werde ich jetzt aber mal abwiegen. Erste Banane 138 Gramm. Und zweite Banane zusammen 276. Okay. So, und jetzt kommt natürlich noch was ganz Wichtiges, nämlich 100 Gramm Whey. Ich habe hier gerade neu eingefüllt in den Behälter. Der ist jetzt bis oben hin voll. 30. 90. So, und damit da noch ein bisschen Fett reinkommt, 50 Gramm Butter noch, weil sonst würde ich heute auf relativ wenig Fett kommen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich Fett rein? Und das beste Fett, was man haben kann, ist ja praktisch in Butter. Jedenfalls in Bio-Butter, in normale Butter nicht so, aber naja, ist es ja hoffentlich hier Bio-Butter. Und das mache ich dann noch kurz warm in der Mikrowelle, dann kommt das auch in den Shake. Mal gucken, wie es schmeckt. Das erste Mal. So, Butter ist flüssig. Kommt auch noch rein.
Und jetzt muss da wahrscheinlich noch Pi mal Daumen ein bisschen Wasser rein. Ist jetzt fertig gemixt. Mal gucken, wie die Konsistenz ist. Ja, ist relativ dickflüssig. Aber sonst wäre das noch einiges mehr geworden. Und es schmeckt richtig gut. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall nicht alles jetzt schon trinken, sondern auf jeden Fall mindestens die Hälfte für nach dem Training lassen. Weil gestern hatte ich auch schon ganz viel auf einmal vor dem Training gegessen und das habe ich richtig gemerkt, dass so mein Magen voll war im Training. Das hat mich dann eher ein bisschen gestört, aber ja, es schmeckt auf jeden Fall gut. Werde ich vielleicht nochmal so oder so ähnlich anders machen, mal schauen. So, wenn es dann gleich zum Training geht, dann sind 150 Kilo Kniebeugen dran, mal 2. Mal gucken, ob ich das packe. Kniebeugen ist ja bei mir so ein bisschen schwierig, weil da schwankt meine Leistung so enorm. Ich hatte mal halt 140 Kilo, mal 8 Wiederholungen geschafft. Und dann habe ich dementsprechend ausgerechnet, ja okay, dann hast du einen One Rep Max von 170 und habe da entsprechend mein Programm drauf ausgerichtet. Aber dann gab es irgendwie wieder Tage, wo das richtig scheiße lief. Und da habe ich 140 gerade mal 2-mal geschafft. Jetzt im Vergleich, und das ist halt einfach dann relativ behindert. Und deswegen muss ich gucken, wenn jetzt 150 mal 2 wieder richtig gut läuft, dann lasse ich es vielleicht bei 170 und mal schauen halt, ob meine Leistung weiterhin an einigen Tagen so einbricht oder ob es heute geht. Ich denke, man sieht sich dann im Training. So Leute. Erster Satz, 150 Kilo Kniebeugen, 2 Wiederholungen. Ihr seht gleich, ist ein bisschen wackelig. Man könnte vielleicht auch fragen, oh, ist er wirklich parallel? Aber in den nächsten Sätzen geht es dann ganz ordentlich. Ich trainiere jetzt mittlerweile mit Kniebandagen bei Kniebeugen. Ich finde echt, die helfen voll. Dann sind die Knie gleich warm und dann ist es einfacher, tiefer zu gehen und so weiter. Dann braucht man sich nicht so ewig aufwärmen, gerade weil es bei McFit auch relativ klein ist. Und zudem habe ich auch noch 2 nach Microplates bekommen. Die benutzt Nico hier gerade, um ich glaube 93 Kilo oder so zu machen, auch 2 Wiederholungen. Und da kann man halt solche Sachen machen wie 93 Kilo oder so, sonst müsste man 92,5 nehmen oder 95 Kilo. Und jetzt kann man das halt genauer machen. Und halt, ja, Link dazu ist in der Beschreibung, wenn ihr das auch haben wollt. Jetzt geht's weiter hier, zweiter Satz, 150 Kilo. Das ist nicht schon wesentlich besser. Und so lief es dann auch die Sätze danach. Wir haben dann 7 Sätze insgesamt gemacht mit 2 Wiederholungen, mit 90% von dem Rechengewicht. Warte, nee, mit 87%, genau, ich habe es ja umgestellt. Mit 87% vom Rechengewicht. Und das lief richtig gut. Konnte super für die 7 Sätze durchhalten. Und nächster Cycle wird auf jeden Fall mit mindestens 170 Kilo Rechengewicht gemacht. Und mal schauen, wie das noch weitergeht. Ich denke, bei Nico läuft das auch ganz gut. Wird man mal schauen, wie er dann sein Rechengewicht erhöht im nächsten Cycle. Danach haben wir noch Bankdrücken gemacht. So wie immer, wir machen hier mal Squats und dann Bankdrücken. Aber weil wir heute schwere Squats gemacht haben, kommt danach leichtes Bankdrücken. 8 Sätze mit 12 Wiederholungen. Ich habe jetzt nicht in jedem Satz 12 Wiederholungen durchgezogen. Dafür aber habe ich die Pausenzeit ein bisschen zu kurz gehalten. Und aber im ersten Satz sind es glaube ich noch 12 Wiederholungen. Mit 71,5 Kilo. Und ja, das war es erstmal vom Training. Und dann bis zum nächsten Mal.